Okay, ich bin langsam ratlos. Für dich. Oder muss ich vielleicht noch mit Alistair wieder reden? Mal schauen. Vielleicht hat der eine Idee. Kuddeldo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 
Ding auf den Ohren sollte ihr das Hören schwerfallen. Vorausgesetzt, ich habe die Ohren getroffen. Ja, hoffen wir mal. Also gut, jetzt muss ich mich nur leise an ihr vorbeischleichen. Versuch's mal. Es kann riechen. Na dann, los. Halt mal still, ich will dich mit dem Blütenextrakt einsprühen. Ach, stell dich nicht an, du wirst wie der junge Frühling riechen. Er will aber nicht. Nun komm schon, denk an Layla. Na also. Pudo. Was sagt die Pflanze zum Duft? Oh. Wow. Geh weg! Haha, das Vieh nimmt den Zepter. Ich will nicht. Nein, heißt nein! Ey, lass uns am Tier in Ruhe. Das war in letzter Sekunde. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich hoffe, das Ding ist wirklich magisch und ich kann es auch bedienen. Das ist ja wohl eine Bedienung. Oh, oh. Oh, cool. Cool, das sollte uns weiterhelfen. Ja. Na, wie haben wir das gemacht? Okay. Du sagst es. Zurück in die Nordlande, da werden selbstlose Helden gebraucht. Genau. Retten wir die Viecher. Und Kapitel 5, Ende und Anfang. Ja, das ist das finale Kapitel. Mann, das ging ja wirklich flott. Aber na gut. Der finale Kampf kommt jetzt erst. Wieder in der Heimat. Moment, wir müssen die Sache genau planen. Ich habe mir dieses Zepter unterwegs ein wenig angesehen. Wie es scheint, kann man mit diesem Ding die Zeit manipulieren. Ganz recht. Man stellt hier am Griff ein, ob die Zeit beschleunigt oder verlangsamt werden soll. Und in welche Richtung? Na, ob die Zeit in dieser seltsamen Blase vorwärts oder rückwärts laufen soll. Stell dir die Anwendungsmöglichkeiten vor. Die kosmetische Magie würde auf einen Schlag... Ja, natürlich. Erstmal ist Munkus dran. Aber danach wird es mich reicher machen, als es ein Herz jemals gekonnt hätte. Na dann, probieren wir es doch. Zepter der Zeit. Zeige deine Macht. Hey, Wache. Weißt du, wie spät es ist? Oder, Moment. Rate mal, wem die Stunde geschlagen hat. Oder noch besser. Deine Zeit ist abgelaufen. Was meinst du, Kleiner? Ich glaube, die Wache interessiert einen Scheiß, was für einen Spruch du machst. Time to say goodbye. Ja. Cooler geht's doch nicht. Cool. Ja. Unglaublich. Wie soll Munkus uns da jetzt noch aufhalten können? Also, wow. Ach, der Pinguin, da rennt ja immer noch. Kaum zu glauben. Der Pinguin auf dem Laufband erzeugt immer noch diese seltsame Energie. Geil. Dieses monströse Gerät vibriert leicht und es summt. Als wollten sich gewaltige Kräfte entladen und anwesende Pinguine und Viehretter in Stücke reißen. Okay. Gucken wir mal. Betrachte die Wolle. Okay. Etwas Wolle? Vielleicht Schwitzwolle? Vielleicht auch nicht. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Du fieser Wache. Du kriegst jetzt auch was mit dem Zepter.
Zeit, kein Zutritt. Wer will uns aufhalten? Du? Du glaubst wohl, heutzutage würde Muskelkraft noch etwas zählen. Du irrst dich, denn ich hab das hier. Okay. Das hier. Das ist peinlich. Ui, jetzt hast du es mir aber gegeben. Okay. Ich glaube, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ja, und ich glaube... Warum geht das Scheißding nicht? Vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, um sich aufzuladen. Oder es hat einen Wackelkontakt. So oder so. Wir sollten uns nicht allzu sehr darauf verlassen. Na toll. Ja. Ich benutze das Ding zumindest nicht mehr, wenn das Ergebnis eine blutige Nase sein könnte. Besser, wir befreien Layla und die anderen mit konventionellen Mitteln. Wir müssen uns auf unseren Verstand, unsere Geschicklichkeit und unser gutes Aussehen verlassen. Na toll. Bleibt zu hoffen, dass das Zepter im entscheidenden Moment beim Kampf gegen Munkus funktionieren wird. Alright. Wir haben jetzt die Wolle. Mal schauen. Färbe die Wolle. Nein. Das Ding würde sich mit Farbe vollsaugen wie ein Schwamm und dann den schönen weißen Schnee vollsiffen. Boah, na gut. Hätte ja klappen können. Können wir da nochmal hin? Munkus hat das Heiligtum erobert. Ob wir uns dafür sein U-Boot schnappen? Das würde den Viechern nicht helfen. Und außerdem dürfte das Ding gut bewacht sein. Wenn wir Glück haben, bemerken die schwarzen Wachen auf dem Boot gar nicht, was hier los ist. Dabei wollen wir es belassen. Na gut, da können wir nicht mehr hin. Aber mal schauen. Langsam werde ich richtig gut darin, die alte Lady zu lenken. Wenn das hier vorbei ist, geht es ab in den Süden. Das andere wäre von hier aus allerdings auch schwer möglich. Ja, wenn man hohen Norden ist, kommt da jetzt. Oben noch etwas ist, das uns weiterhelfen könnte? Mal schauen. Hey Mary, gibt es an Bord noch einen Geheimraum mit Waffen, Rüstungen oder magischen Tränken? Es gab mal einen Lagerraum für Waffen, aber der rote Pirat hat daraus einen weiteren Kleiderschrank gemacht. Willst du sehen? Warum nicht? Oh! Ich glaube, das war alles. Zu reizend von dir. Und der Schrank hätte mich auch fast gar nicht getötet. Stell dich nicht so an, Captain Nate. Ja, dafür nennst du dich jetzt Captain. Also, was willst du? Oh Gott. Nee, das ist nicht das, was ich denke. Das ist... nicht schön. Ja, das ist überhaupt nicht schön. Mit. Ein 300 Kilo Liebesbeweis meines Schiffs. Ist doch schön. Also schön. Gib mir mal wieder an anderer Leute Unterwäsche. Langsam müsste sich doch dran gewöhnt haben. Was zum... Was findest du da Meines? Soll das eine Perücke sein? Okay. Und hier eine Clownsnase. Oder Marge Simpson. Eine Clownsnase. Marge Simpson. Es wäre eine Lüge zu sagen, da sei nichts mehr drin, aber ehrlich gesagt habe ich Bedenken, weiter herumzustochern. Na gut, dann. Moralische, hygienische, Bedenken aller Art. Ah ja. Na gut. Schauen wir mal, ob Cornelius wieder inzwischen wieder frei ist oder... keine Ahnung. Betrachte die Lampe. Ich kapiere diese Höhle nicht. Einige Möbel sind aus Eis, einige sind altmodisch und diese Lampe ist topmodern. Irgendjemand muss sich sehr viele Gedanken zur Einrichtung gemacht haben. Oder sehr wenige. Ich würde eher sagen, sehr wenige. Die Lampe wird mir zumindest keins auf die Nase geben, wenn das Zepter der Zeit wieder versagt. Schauen wir mal, was die Zukunft für diese Lampe bereithält. Mal schauen. Ah, es hat funktioniert. Okay. Nanu, in der Zukunft muss die Lampe durch ein neueres Modell ausgetauscht worden sein. Wird ausgetauscht werden. Geworden sein.
Oh Gott, kompliziert. Oh Gott. Sieht das denn aus? Will ich in einer Zukunft leben, in der das eine Lampe ist? Nicht wirklich. Ich nehme sie mit. Am Ende sieht sie sonst noch jemand. Oh je, Mine. Mal schauen, was haben wir noch so? Ach, Cornelius natürlich. Ach, den Vorhang. Ein weißer Vorhang. Er ist weder sauber noch rein. Nimm mit. Hi, Cornelius. Nate, sind Sie es? Ja, Melon und so weiter. Nate, ich habe einen großen Sieg errungen. Okay. Ein Sieg für die Wissenschaft. Ein Sieg der Intelligenz über die Verschlagenheit. Wow. Meine Kollegen werden... Oh, aber was machen Sie denn da? Kommen Sie raus, schnell! Schnell, kommen Sie zu mir in die Freiheit! Verlassen Sie die Zelle dieses Monsters! Okay. Ja, hören Sie, ich bleibe lieber noch ein wenig hier. Mein Luftschiff, das Heiligtum der Viecher, die nächste zivilisierte Stadt und meine Südseeinsel sind schließlich alle hier, in der Zelle. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich bin hier und genieße meine Freiheit, falls Sie mich brauchen. Okay. Der hat eine Meise. Ich würde mich gern kurz ausruhen. Die letzten 2 Tage waren hart. Allerdings auch irgendwie befriedigend. Das Abenteuer, das Gefühl, das Richtige zu tun. Ja, ich könnte mich daran gewöhnen. Schön. Keine Zeit. Es gibt Viecher zu retten, Hexenmeister zu besiegen und wertvolle Zepter zu Gold zu machen. Ach, na gut. Und außerdem könnte sich mein Hintern etwas Angenehmeres vorstellen als ein Sessel aus purem Eis. Okay, ich verstehe den Argument.